So, okay, sieht gut aus. Auch wenn ich jetzt, ah, ich habe wieder vergessen, na egal. Also, willkommen zurück. Empyreon. Oh, gerade haben wir wieder Wind. Schön, man sieht es draußen. Ich stelle mir gerade noch hier ein paar von diesen besseren Fusionszellen da. Habe jetzt Wassergeneratoren aufgestellt, schauen wir mal schnell. Da hier stehen Wassergeneratoren. Waren jetzt aber nicht so voll, war nur ein bisschen was drin. Es dauert halt auch ein bisschen, bis die wirklich arbeiten. Hab mein Schiff ansonsten so weit fertig gebaut, ist natürlich ein hässlicher Betonklotz. Ne? Das ist ganz klar. Es ist einfach ein hässlicher Betonklotz. Diesmal sogar noch hässlicher als vorher. Sag mal was. Alter! Ach so, ich habe noch einen Admin drin, machen wir gleich mal raus. Die Viecher gehen mir auf den Keks. Ne? Früher war, wie hat der Daylook gesagt, er hat immer gesagt, ihr seid cool, die sind nicht mehr cool, die sind der letzte Scheißdreck. Vor allem, ich könnte einen Arsch verwetten, dass wieder welche in der Basis sind. Die sind ständig hier unten im Keller. Da! Wie kommen die hier rein? Die Mauer ist doch zu. Ja? So ein Blödsinn hier. Sind immer in der Mauer drin. Da sind die nächsten Idioten. Geht sterben. Suchst du Stress? Verpiss dich. So, jetzt kontrolliere ich noch schnell. Dann tun wir das alles in den Kühlschrank und dann geht es nämlich los. Wir möchten nämlich mal Spacebound, ne? Go to Space. Wir wollen das bitte ausführen. Die Quest. Den Auftrag. Oh, jetzt müssen wir reparieren. Weil ich natürlich so bescheuert durch die Schießerei da habe ich natürlich jetzt meine eigene Basis kaputt gemacht. Das ist so nervig. Jedes Mal, ey. Wenn die Mistviecher hier überall rumgammeln. Und die sind ständig wieder hier drin. Ich verstehe das gar nicht. Wie kommen die denn hier rein? Na, was willst du? Pau aufs Maul kannst haben. Piss dich, ey. Wahnsinn, aber die spawnen halt wie die wilde Wutz, ne? Das sind einfach die Viecher, die gibt's hier ohne Ende. Eigentlich müsste ich mal meine Geschütztürme anders einstellen. Sag mal! Eigentlich müsste ich meine Geschütztürme anders einstellen, aber dann bräuchte ich mehr Munition. Und so viel Munition habe ich noch nicht übrig, dass ich hier ohne weiteres einfach irgendwelchen Blödsinn machen kann. So, zuerst brauchen wir jetzt einen Planet mit Zaskosium und Arrest rum. Das wäre das Wichtigste, damit ich meine scheiß Bergbaugeräte starten kann. Mann, Mann, Mann. Oh, davon habe ich zu viel schon. Ich weiß gar nicht, kann ich da was draus machen? Na, gucken wir mal. Ja, mach's halt rein. Ja, haben wir schon einiges an Ressourcen. Ich habe hier einen zweiten hier oben hingeklatscht, an die Tür geklebt. Der ist ein bisschen kleinerer, der ist auch ganz witzig. Da kommen die fertigen Produkte rein. Ne? Also ich habe den Nahrungsmittelprozessor so eingestellt. Input Kühlschrank 2, Output Kühlschrank 3. Ja, schön. Los geht's. Gut. Machen wir einen Admin aus. Nehmen ein bisschen Nahrungsmittel mit. So. Oh. Ne, hat nicht wehgetan. Ist in Ordnung. So, mein zweites Raumschiff hat uns ja auch schon schön zusammengeschossen. Die Nasenbären. Die Drohnen. Was ist jetzt? Ist hier. Ach du Scheiße! Hier ist kein Saft mehr drin. Aber schleunigst anschalten, sonst geht hier ja mein ganzes Zeug hier drin kaputt. Mann, Mann, Mann. Wie lange war das jetzt schon ohne Saft? Ich hoffe nicht lange. Wie viel Strom hat es noch? Strom für 2 Stunden bei dem Betrieb, der im Moment ist. Das sind aber ja noch Produktionen drin, die eigentlich jetzt dann aufhören. Naja, gut. Okay, wir haben genug Treibstoff. Jetzt machen wir schnell das fertig, das Raumschiff. Ich habe da in dem Anzugstation auch schon ein bisschen was drin. Kurz zeigen, wie ich das Raumschiff aufgebaut habe. Hier ist ein Rolltor. Hoppala. Hä? Da komme ich nicht rein? Das ist ein schlechter Witz, oder? Komme ich da jetzt echt nicht rein? Habe ich gut gemacht. Ich komme nicht rein. Okay, dann leck mich am Arsch. Also durch die Tür komme ich, aber das Rolltor ist mir anscheinend zu klein. Geil. Eigentlich wollte ich hier vorne noch weiter verkleiden mit Gefechtsstahlblöcken. Ja, müssen wir bei Gelegenheit mal machen. Hier vor praktisch, wo ich was sehen muss, beim Cockpit und hier bei den Dingern verstärkte Glasfenster reinmachen, die mit Stahl unterlegt sind. Ne? Die haben dann statt 100 oder 200 haben sie ein bisschen das doppelte Lebenspunkte. Also nicht genau. Ja, das wäre nicht schlecht gewesen, aber wir leben jetzt einfach mal so. Einmal starten. Stück nach oben bitte.
Ich muss nämlich unten an den Boden ran. Jetpack ist offen, ja. Da. Ich bin viel zu weit hochgegangen. Scheiße. Komme ich da wieder rauf? Okay. Jetzt bin ich zu weit unten. Es geht relativ schnell, ja? Lieber mal prüfen. Oh, oh. Ja, geht. Okay, so, hier kommt jetzt noch normal. Das müssen wir eben zumachen, damit der nicht, wenn die mir von unten was wegschießen, dass die nicht sofort durch sind. Darum geht es einfach. Es ist ein hässlicher Betonklotz. Er hat jetzt nicht mal, wie beim letzten Mal, hat er wenigstens Flügel gehabt. Jetzt hat er nicht mal Flügel. Ist mir egal. Schöne Schiffe habe ich dann, wenn ich jetzt endlich meine ganzen Ressourcen habe und meine Bergbaudrohnen. Dann mache ich mir schöne Schiffe. Dann nehme ich die von der Community, bin ich ehrlich, weil da gefallen mir einige sehr, sehr gut. Die kann man unterstützen, da kann man auch mal ein Däumchen geben und was. Ne? Das kann man alles mal machen oder mal einen Kommentar schreiben oder was. Voll geiles Zeug dabei. Aber ich selber bin zu faul, mir da was richtig zu überlegen. Manchmal habe ich so Ideen, aber das dann wirklich umzusetzen, daran scheitert es einfach. Also, lassen wir das. So, okay, nein. Blöd, Mann. Wir müssen erst noch... Heben wir das mal auf und machen tatsächlich hier oben Gefechtsstahl ran. An das Let. Sag mal. Ach, der geht nicht aufs Mal. Das war ja was. Gefechtsstahl geht nur auf dem Bodengleiter. Also es ist schon so gedacht, dass du praktisch mit Panzern durch die Gegend fährst. Sozusagen. Und also dein Bodengleiter kannst du machen mit Gefechtsstahl. Dein Raumschiff natürlich auch. Aber nur das Große. Und nicht das Kleine. Ja, das ist natürlich scheiße. Naja, gut. Dann ist es so, okay, hier ist soweit zu. Ja, da hinten jetzt nicht unbedingt. Das müssten wir auch mit Glas verkleiden, weil sonst ballert er mir vielleicht das Triebwerk raus. Aber das Triebwerk hat auch um die 600 Lebenspunkte. Also, was soll's? Go to space, na hopp, machen wir. Gib Gas. Raketenwerfer würde ich jetzt nicht auswählen. Erstmal Gatling. Mal schauen. Und es ist immer noch so, wir werden immer schneller. Ne? Je höher wir kommen, das ist okay. Das finde ich gut gelöst. Mittlerweile ist es auch mit diesem Rumspacken von unten wieder debuggt worden, sozusagen. Head for the Ship-Symbol on the Radar. A weak warp echo. Warp Drive could be intact. Ich soll mir also einen Warp Drive aus dem Schiff holen. Aha. Auf der anderen Seite vom Planeten. Destroy small vessel. Kann aber sein. Oh, da ist ein Asteroid. Aber leider habe ich keinen Eva-Suit. Keinen Eva-Booster. Da müsste ich mir jetzt doch einen God-Mode reinmachen. Weil da ist ein Asteroid. Sehen wir das? Da ist definitiv Erz drin. Seht ihr das? Da. Sieht mir nach Kupfer aus. Naja, brauche ich aber nicht. Komm, lass mir es gut sein. Ich brauche kein Kupfer. Wir brauchen andere Sachen, aber Kupfer brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ja, aber cool, ne? Haben wir das auch mal gesehen. Wenn man die Augen ein bisschen aufhält, ne, dann sieht man eben so Ressourcendinger. Manchmal stürzen sie auch runter. Im Moment ist es ja ein Asteroid. Wenn es runterstürzt, ist es natürlich ein Meteor. Der aber eben Ressourcen beinhaltet und den kann man dann auseinandernehmen. Ziemlich geil. Okay, weiter. Ich nehme aber an, dass sind noch Feinde in der Nähe. Allerdings habe ich im Moment eine Reichweite von 500 Meter im Weltraum mit der Gatling Gun. Also wir schaffen es hoffentlich, ohne uns zerstören zu lassen. Hopefully. Sicher bin ich mir nicht. Eine Zeit lang hält man das aus, aber ich muss echt aufpassen. Wir haben hier 110 Grad draußen. Ich halte es nur bis minus 30 oder was aus. Minus 40 auf einer normalen Eiswelt ist kein Problem. Da beschwert er sich auch nicht. Aber hier draußen im Weltraum, das wird nichts. Und ich weiß nicht, ob im Weltraum diese Wärmekapsel zählt. Ich habe so eine Wärmekapsel noch im... Was? Ja, von wegen nur eine. Das ist ein ganzes Feld. Ach du Scheiße. Und jetzt ist aber halt die Frage, sind da noch die... Da sind nämlich noch die entsprechenden Feinde. Wollt ihr mich verarschen? Xerax Minefield. Fantastisch. Ach so, Kilometer, na, da treffe ich natürlich nichts. Dann habe ich jetzt natürlich wieder negative
Reputation habe bei den Zirax. Ich kann es aber im Moment nicht ändern. Ich kann erst dann effektiv mich verbessern bei denen, bei den Zirax, wenn ich sicher weiß, dass ich erstmal keine Kämpfe mehr führe. Ja. Dann ja, weil ansonsten, wenn ich jetzt auf das neue, auf den neuen Planeten gehe, habe ich auch lauter Zirax-Feinde um mich rum. Das sind die Aliens hier, die Zirax. Kann man nichts zerstören? Nee, anscheinend nicht. Okay, schade. Und da ist die Control Station. Es ist nämlich das Fiese, das sind Minen, die gesteuert werden können. Ich weiche dem mal aus. Ich hoffe mal, das geht gut, ey. Ja, hier sind nicht nur eine Small Vessel, hier ist mehr. Ist halt schon cool. Aber ich weiß halt echt nicht. Oh, 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 oh. Hui! Radio Speed, several active signatures, a minefield. Investigate. There are charges set to detonate if you get closer. We need to find the control station. Okay, die Control Station ist da drüben. Da ist eine Zirax Destroyed Vessel. Control Station, investigate. Okay, wir sollen dahin. Haha! Wir müssen mitten ins Minenfeld. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Das ist jetzt die Quest, die habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie nah man da ran kann, ohne dass die explodieren. Oder wie viel Schaden die verursachen. Wenn die mein Schiff zerstören, bin ich tot. Dann ist ja mein Schiff im Weltraum gefangen. Das wäre natürlich auch sehr sinnvoll. Ich habe gedacht, wir zeigen heute den nächsten Planeten. Ja, Pustekuchen. Sind in ihr eigenes Minenfeld gefahren oder was, die Dumpfbacken? Oh Mann, ich weiß nicht, ob das gut geht. Die ist schon aktiv da. Die hat sich aufgemacht schon. Die anderen waren nämlich vorhin zu. Ja, okay, aber die hat jetzt nichts gemacht, das explodiert, das ist auch okay. Wo geht's jetzt hier lang? Wo geht's rein? Hier ja augenscheinlich nicht. Hier ist irgendwo ein Generator, aber wo ich da rein soll? Weiß ich nicht. Wo ist mein Schiff? Ich muss erstmal ins Schiff zurück, weil sonst kriege ich gleich ein Problem. Okay. Jetzt schauen wir gleich nochmal von woanders. Ich check jetzt gerade nicht, wo ich hier lang muss. Die Control Station ist doch erst dahinter, oder? Nee, das muss die hier sein. Das ist genau das, wo ich gerade investigaten soll. Was ist das für ein Bullshit? Okay. Ja, da kann ich gar nichts investigaten. Ich sehe aber auch nicht, wo es hier reingehen soll, ehrlich gesagt. Da hinten ist eine Mine. Hier ist ein Generator, okay.
Ich könnte natürlich den Generator kaputt machen. Oder haben wir irgendwo einen Switch? Herr Investigate, wie denn Investigate, ihr Spaßvögel? Ich komme ja nicht rein. Alter. Something is wrong. Switch one. Ah ja. Ja, komm, mach, lass mich rein. Okay, Switch one. Switch Puzzle. Ach Gott, auch noch ein Puzzle. Something is wrong. More goes like the blindness, like the blindness. Ach so. So Wachstumszeug. Moment, erzähl mir das bitte nochmal, was da gerade stand. Nicht F2. Ich hab das Falsche gedrückt. Das brauche ich. Nein, auch nicht. Doch, das? Nein. Ah, da sehe ich meine Reputationspunkte. Im Moment feindlich. Ich muss sie auf neutral kriegen. Polaris ist neutral, die sind fast meine. Und ermäßigt, wenn geehrt. Ja, okay, ist klar. Ja, Moment, die sind halt feindlich. Ich müsste sie auf 3000 kriegen, dann wären sie neutral. Okay. Human, das bin ich selber, da gibt es niemanden. Neutral gibt es niemanden. So, zeig mir das. Und zwar, PDA-Log. Nee. Einzelspieler, das brauche ich. Switch-Puzzle. Ja, ist drin, sehr wahrscheinlich, ist Z-Data-Data-Data, we need to find the control station. Ja, hab ich gemacht. Where is the kill switch for the minefield? Und dann inside, on the other side of the wall, of course. Ja. Da ist was. Da kann ich nicht auf zugreifen, da ist zwar ein Rahmen, da ist zwar ein Switch, aber den kann ich nicht benutzen. Also ist das nicht der richtige Switch. Da drüben. Der did nur eine. Es hat nichts gemacht. Nimmst du mir das? Hast du lit after me? Is an indicator. We could be in real trouble. Another switch. Come online. Den sollten wir jetzt schleunigst deaktivieren. Hidden Room. Go to the Hidden Room. Wo war jetzt ein Hidden Room? Hier hinten? Ja, wahrscheinlich, da hinten. Ist eine Schlange? Ja, hier habe ich einen Hidden Room. Okay. Wo ist der Lever? Ich sehe keinen Lever. Ach doch, da! Go to Teleporter. In the center of the room. Ist jetzt online gegangen. Gib mir erstmal die Ablage, da ist ein Raketenrucksack, habe ich schon zweimal oder so. Ja, komm, gib mir immer trotzdem noch einmal, was soll's. Teleporter. Da unten. Abandoned Ship. Da also seems that the Teleporter is sealed for a reason, but the primary objective is to... We need more information, what's going on. The warp drive will not run away. Was? Ah, toll. Will ich das? Wird schon schief gehen. Scans in the short range, consult your map to see if your vessel is within short range travel distance. Bringing the ship here will allow for a mobile base in the event of unexpected consequences. Was soll? Moment. Consult your map. Map ist klar. Wenn er sie mir zeigt. Copper Asteroid, den habe ich gesehen. Mein Schiff ist daneben. Was? Genau am anderen Ende? Ehrlich? Echt jetzt? Ja, das wird so nix. Ich habe hier keine Schwerkraft irgendwie. Open Door, ja, welche Door?
Erstmal ist hier eine Frachtbox. Okay, können wir ja mal auseinandernehmen. Warum nicht? Ich muss irgendeine Tür öffnen. Welche Tür denn? Ah, wie wär's denn damit? Security Doors locked. Ich höre Teleporter. Wenn das Zirax sind hier, dann kriege ich jetzt gleich aufs Maul. Sind es andere, dann habe ich Glück gehabt. Ah, ich höre, was es ist. Es sind die Headbanger. Ich habe keine Medizin dabei. Gute Idee. Das könnte schief gehen. Ich würde sagen, den Spaß geben wir uns im nächsten Part. Das Problem ist, ich habe keine Medizin dabei. Ansonsten wäre es okay. Ich habe aber keine Medizin dabei. Da unten sind die Viecher. Fantastisch. Bis dann. Ich glaube, ich werde mich doch noch ein bisschen weiter cheaten. Weil so komme ich hier nicht durch. Ich höre noch was. Skorpione sind auch da. Cool. Wieso komme ich jetzt hier nicht runter? Was soll jetzt der Scheiß? Wollt ihr mich trollen? Geht doch. Bis dann. So ein Scheiß.